lange schon war nicht mehr so viel Aktivität auf dem Grasland. Wenn wir dieses Jahr unsere Raubzüge starten, werden wir auf die vereinten Kräfte der 9 Hauptstämme zurückgreifen können. So eine große Macht waren wir bisher noch nie. Los! Trinkt! Ja, lasst uns trinken! Vater! Ist Mendu wieder zurück? Großer Bruder sagt, er lässt die Gefangenen töten. Was sagst du da? Ashina. Jawohl! Großer Bruder, ist das Töten wehrloser Gefangener ein Akt von Heldentum? Sie sind wie Schafe in meinen Fängen. Und ich verschlinge dieses Vieh, wann immer ich will. Es wird langsam Zeit für uns, dass wir wieder in das Grasland zurückkehren, bevor der erste Schnee fallen wird. Vater, die Zentralebene jedes Jahr zu überfallen, ist auf die Dauer nicht klug. Die Weih-Soldaten werden uns wegen unserer Raubzüge verfolgen. Wir sollten dieses Jahr unsere vereinten Kräfte nutzen und ohne Rücksicht auf Verluste das fruchtbare Land der Weih für alle Zeiten einnehmen. Ich bitte um Verzeihung. Es ist eure Entscheidung, Vater. Ihr seid der Herr des Graslandes. Mendu, hör auf, die Gefangenen zu töten. Ja. Nur erfahrene Veteranen wissen, dass auf dem Schlachtfeld keine Helden geboren werden. Es sind nur Tote und Verrückte, die diesen emotionalen Unsinn verbreiten. Da du ja noch lebst, musst du also einer von den Verrückten sein. Hier, ein Tee, Vater. Ich will keinen Tee. Bring besser Wein. Gut. Dann kriegst du eben Wein. Ja. Hier, bitte. Ich will diese Schale nicht. Ich will die andere. Das ist ja auch Tee, Mulan. Jawohl, setze den Feind gegen sich selbst ein. Mulan wendet Kriegstaktiken gegen ihren eigenen Vater an. Das ist alles eure Schuld. Warum habt ihr sie auch Kung Fu gelehrt? Sie hantiert den ganzen Tag mit Stöcken herum. Sie ist doch ein Mädchen. Ich frage mich, wer dich später mal heiraten wird. Guten Tag, Großvater. Hier. Hast du deine Kung-Fu-Übungen gemacht? Ach, natürlich, gestern und heute. Ich habe dich nicht gesehen. Wann hast du sie gemacht? Als der Hahn anfing zu krähen, bis er wieder aufhörte. Also 2 Tage. Die Ruraner bedrohen uns. Sie stehen bereits an der Landesgrenze. Folgt daher den Befehlen unseres Königs. Bauernfamilien stellen Proviant, Kriegerfamilien Männer. Kao Dayu! Hier! Huahu! Hier! Nein, Vater, du bist krank, du kannst nicht gehen. Es ist meine Pflicht als Krieger. Yang Ji! Hier! Yang Wantai! Hier! Man Wen? Hier!
alter Kamerad. Es ist wieder an der Zeit zu gehen, mein Freund. Zu kämpfen auf dem Schlachtfeld. Warte. Hier, etwas Wein. Ich habe etwas Geld gespart. Du findest es unter dem Bett, meine Tochter. Meister Ho hat für dich einen Ehemann gefunden. Ich will, dass du ihn nach dem Neujahr heiratest. Und ich will, dass du mit dem Kung Fu aufhörst. Du bist schließlich ein Mädchen. Eines Tages, da wirst du einen neuen Stern am Himmel sehen können, mein Kind. Und dieser Stern wird dann dein Vater sein. Deine Mutter ist schon lange da oben. Sie ist bestimmt sehr einsam. Ich habe meine Tochter schlecht erzogen. Ich bitte um Entschuldigung. Die Hua-Familie hat immer nur eins gelernt, zu kämpfen. Willst du kämpfen? Dann werde im nächsten Leben als Junge wiedergeboren. Gesetze lauten: Bestehen von Kameraden, Todesstrafe. Denunziation, Vergewaltigung, Frauenbesuche, Todesstrafe. Verbreitung von Gerüchten über Hexerei, Todesstrafe. Eigenmächtiges Entfernen von der Truppe, Todesstrafe. Ungehorsam, das Schlafen im Dienst, Todesstrafe. Kompanie C besorgt 60.000 Rationen Reis aus dem Dorf der Tu. Abmarsch! Und denkt daran, ihr müsst diese Marken immer bei euch tragen. Lebend erkennt man euch am Gesicht. Tot nur an den Marken. Verstanden? Verstanden. Name? Fei Tiger. Hua Sohn. Hua Mulan. Hey, träum nicht rum! Huch. Danke. Hua Mulan? Hm? Hey, was hast du hier zu suchen? Huh? Ich bin anstelle meines Vaters hier. Du bist ja wahnsinnig. Tiger! Tiger! Tiger!
Frauen sind in der Armee strengstens verboten. Darauf steht die Todesstrafe. Hä? Willst du uns in Schwierigkeiten bringen? Darum musst du das unbedingt für dich behalten. Die würden mich auf der Stelle hinrichten. Hörst du? Hä? Jetzt hör du mal zu. Du musst mir helfen. Du kennst doch meinen Vater. Er würde das nicht durchstehen. Ich... Falltiger! Komm her! Komm wieder her! Sag niemandem was. Na gut. Ich kann dir eben nichts abschlagen. Das konnte ich doch noch nie. Aber du musst mir auch etwas versprechen. Was? Sprich und lach so wenig wie möglich. Warum? Dein Lachen ist so. Männer lachen aber so. Noch was. Reiß deine Augen nicht so weit auf. Wieso nicht? Männeraugen sind nun mal nicht so groß. Weil ihr Schlitzaugen habt, meinst du? Deine Augen sind zu groß. Hörst du? Von jetzt an gehorcht ihr meinen Befehlen, verstanden? Bruder Tiger. Ich habe gehört, dass er der Neffe des Kommandeurs ist. Er heißt Hugue. Tag, bei. Guten Tag, Tiger. Das ist Mulan. Shola? Guten Tag, Tiger. Bruder Tiger. Das ist Mulan. Komm mal her, Hulu. Das hier ist Hulu und das ist Mulan. Ich grüße dich. Würde es dir etwas ausmachen, das Bett mit Mulan zu tauschen? Warum denn das Bett tauschen? Ja, weißt du, Mulan mag es ruhig und schläft daher gern an der Wand. Ja, klar. Na los, setz dich hin und spiel schon. Mach dich fertig, los! Aus dem Dreck gekrochen, eine kleine, hässliche Schildkröte. Und ihr Name ist Hugue. Ja, es sieht wirklich aus wie eine Schildkröte. Eine hässliche Schildkröte. Die Übung ist zu Ende. Zurück in die Zelte. Schwarzer Sturm. Vater wird uns sicher böse sein, weil wir ihn ohne Lebewohl zu sagen verlassen haben. Diese Armee hier besteht nur aus Taugenichtsen und möchte gern Kämpfern. Das wäre zu viel für Vater. Er würde hier zugrunde gehen. Findest du nicht? Nein. Bist du neu hier? Wie ist dein Name? Ich verstehe. Du redest nur mit Pferden. Habe ich recht? Im Gegensatz zu dir belausche ich niemanden. Stell dir einfach vor, ich wäre ein Pferd. Ich bin Ventai. Das da drüben, das ist mein Pferd. Es heißt Mondjäger. Und das ist Schwarzer Sturm. Mhm. Schwarzer Sturm? Und du? Hua Mulan. Genau wie mein Esel. Hilf mir mal, komm. Das Pferd ist außergewöhnlich. Es hat auch schon Auszeichnungen bekommen. Ach ja? Weißt du, wie dieses Pferd hier heißt? Wie denn? Auch Hua Mulan. Ventai, komm. Na los, Hua Mulan. Bruder Mulan. Das ist Ventai. Ich heiße Tiger. Ich bin Ventai. Das ist mein Bruder. Er heißt Fatso. Und das hier ist Hulu. Freut mich. Ich bin Shola. Tag. Was zeichnest du da? Meine Frau. Du bist bereits verheiratet? Ich dachte, du hättest ihn gezeichnet. Ich habe das Glück, der einzige Sohn in meiner Familie zu sein. Deswegen durfte ich so früh heiraten. Zeichne mich auch, ja? Sollte ich vielleicht dabei lächeln? Sei einfach ganz entspannt. Jetzt flennt er schon wieder. Das ist ja nicht zum Aushalten. Reiß dich mal ein bisschen zusammen. Hey, Bai hat sich an den Grundherrn verkauft. Und außerdem ist er anstelle seines Sohnes hier. Zu Hause wartet seine alte Mutter. Sie ist schwer krank und braucht dringend Medizin. Gewonnen! Das gibt's doch nicht! Ich hab schon wieder verloren! Was heulst du rum? Ist deine Mutter endlich tot? Was sagst du da? Rede nicht so von ihr! Hey, lass Bai in Ruhe, hörst du? Ja.
sagen. Lass mich, ja? Hugue! Kämpf gefälligst gegen den Feind. Mein Bruder Mulan. Mein Vater ist auch krank. Wir können beide nicht nach Hause. Deine Mutter weiß, dass sie einen guten Sohn hat. Sie wird auf dich warten. Bruder Bentai. Hier, es ist fertig. Ich danke dir. Zurück! Angriff! Vor! Zurück! Willst du mich umbringen? Angriff! Vor! Zurück! Angriff! Vor! Zurück! Zurück! Vor! Zurück! Angriff! Tiger, du hast doch eine heiße Quelle gefunden. Führ mich zu ihr. Zu welcher Einheit gehörst du? Hörst du schlecht? Schnell, wach auf! Tiger! Bentai hat mich erwischt. Wie ist denn das passiert? Ich habe mit ihm in der heißen Quelle gekämpft. Hat er dich denn dabei erkannt? Er weiß nur, dass es seine Frau war. Dann leg dich wieder hin und schlaf. Steh endlich auf! Aufstellung! Achtung! Der Kommandant! Onkel! Man hat mich gestern bestohlen! Bei den Übungen! Der Jade-Anhänger des Prinzen wurde entwendet. Gibt der Dieb ihn heraus, verliert er nur seine Hand. Sollte ich ihn bei ihm finden, verliert er seinen Kopf. Durchsucht sie! Los, ausziehen! Los, halt! Los! Hakan! Ausziehen! Na los, wird's bald! Runter mit den Klamotten! Na los, schnell! Na los, oder soll ich dir Beine machen? Runter damit! Eilung! Brauchst du eine extra Einladung? Runter damit, na los! Schlaf dich ein! Worauf wartest du noch? Die Klamotten runter! Runter damit! Runter! Ich habe ihn gestohlen. Bringt ihn her! Wo hast du ihn? Ich habe ihn verloren. Verloren? Er hat ihn bestimmt verhökert. Wo hast du den Anhänger? Das habe ich vergessen. Du bist des Todes! Kommandant, wir sollten den Fall zuerst untersuchen. Wir werden ihn morgen Mittag hinrichten. Nicht.
Ich weiß, dass du es nicht warst. Sag mir, warum machst du das? Mein Vater ist sehr, sehr krank. Deshalb habe ich mich als Mann ausgegeben. Wie kann ich dir helfen, Mulan? Bitte sag ihm. Bitte richte ihm aus, dass ich in der Schlacht gefallen bin. Trink etwas Suppe. Seitdem ich hier bin, verfolgen mich jede Nacht Albträume. Versprich mir, dass du meine Leiche verbrennst, Ventai. Und erzähle niemandem davon. Ja, ich gebe dir mein Wort, Mulan. Ich danke dir. Lass uns allein. Jawohl. Hurana greifen uns an. Los, lauf! Schnell! Na los! Aber wie willst du meine Flucht erklären? Es ist Krieg. Mir wird schon nichts geschehen. Lauf jetzt! Schnell! Anführer!
Schnell, heißes Wasser. Seid vorsichtig. Ich brauche einen Verband. Komm, ich helfe dir. Ich weiß, die Schmerzen sind furchtbar. Halte durch. Onkel, was soll ich denn jetzt nur ohne dich tun? Es tut mir leid. Komm. Achtung! Du wärst sicher ein großartiger General. Niemand würde jemals etwas erfahren. Bleib bei uns. Ich will nicht, dass ihre Familie noch mehr trauern müssen. Dass ihre Familie noch weiter leiden. Verstehst du? Hier. Ich ekle mich normalerweise vor Blut. Mein Vater hasst mich. Er traut mir nichts zu, weil ich nicht mal einen Hasen töten kann. Er hat mich deswegen aus dem Haus geworfen. Du bist ein mutiger Soldat. Dein Vater kann. Er sollte stolz auf dich sein. Findest du? Jedenfalls bin ich Soldat geworden, um ihn vom Gegenteil zu überzeugen. Zuerst habe ich ihn nicht verstanden. Aber jetzt weiß ich, er will mich nur auf die Probe stellen. Wenn ich mich vor etwas fürchte, dann stelle ich mir vor, meine Angst wäre ein Mensch und schreie ihn wütend an. Denkst du etwa, ich habe Angst? Ich habe Angst. Was sagst du? Ach, nichts. Wir haben einen großen Helden verloren. Kommandant Feng ist in der Schlacht gefallen. Seine Majestät beruft daher Wen Tai zum Befehlshaber und Hua Mulan zu seinem Stellvertreter. Das 6. Bataillon möge unser Land zu Ruhm und Glanze führen. Der Prinz von Ruran, Mendu, hat sämtliche Stämme zum Kampf aufgerufen. Ein Krieg ist somit unausweichlich. Daher lautet der Befehl, die Ruraner anzugreifen, um sie zu schwächen und zu besiegen. Wegtreten! Auf Wunsch seiner Majestät
ernenne ich hier und heute Wen Tai aufgrund seiner unzähligen Verdienste im Feindeskampf zum General des Nordens und Huan Mulan zum Brigadegeneral. Mögen diese Helden unser Land beschützen. Seit heute verstehe ich, warum mein Vater sagte, dass man im Krieg keine Gefühle haben darf. Heute wurden wir belohnt und sind nun Generäle. Aber wer belohnt die, die gefallen sind? Als ich noch klein war, sagte Vater, wenn Menschen von uns gehen, verwandeln sie sich in Sterne. Dan Yu, Wen Tai und Mulan haben Bavui vernichtend geschlagen. Unglaublich. Die sind ja noch schlimmer als ein Rudel blutrünstiger Löwen. Vater, ein Wolf ist in der Lage, ein Schaf zu töten. Und 10 Wölfe einen wilden Löwen. Ihr dürft unsere Streitmächte nicht noch weiter aufteilen. Die ruranische Nation existiert seit 150 Jahren und wir werden immer weniger. Ein hartes Los. Vater! Lasst mich Königin von Wei werden. Wenn ihr mich zur Königin macht, dann können unsere Völker endlich wieder Frieden schließen. Und wir könnten bestimmt unsere Felle und Pferde gegen Salz und Eisen tauschen. Das wäre doch fantastisch. Wenn dein Bruder nicht wäre, dann wärst du unsere Zukunft, die Königin des Graslandes. Dan Yu. Mein Sohn, ich habe dir schon lange die Freiheit gegeben. Trotzdem bist du all die Jahre bei mir geblieben. Ich hoffe, dass ich, wenn ich sterbe, mit deinem Gesang begraben werde. Und danach sollst du unsere Landsleute nach Hause führen. Ruran soll auch Verbündete haben. General Hua! General Wen Tai ist in einen Hinterhalt geraten. Er befiehlt, dass ihr hier bleibt und auf weitere Befehle wartet. Chola! General? Bewacht die Vorräte. Jawohl. Los, Männer! Mir nach! Ja. Aber General Wen Tai wollte, dass ihr hier bleibt! Schnell, alle Wagen zusammenschieben! Na los! Was willst du hier? Ich habe mir Sorgen gemacht. General! General!
Fahrt ihr weg, da wurden wir angegriffen. Chola! 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 Chola, haltet euch. Chola, Bruder, du darfst nicht sterben. Deine Frau wartet auf dich zu Hause. Mach keinen Unsinn. Ich bin gar nicht verheiratet. Ich habe meinem Vater versprochen, dass ich ihm einen Enkel schenke, wenn ich wieder zu Hause bin. General, ich habe versagt. Ich habe euren Befehl nicht ausgeführt. Ich will nach Hause zu meinem Vater. Nach Hause. Chola! Chola! Nein! Es tut mir leid. Wo willst du hin? Ich muss diese Hunde finden! Deine grenzenlose Sturheit hat schon so viele von uns getötet. Sieh dich doch mal um! Ich bin schuld. Ich bin an all dem schuld. Ich hätte dir nicht folgen dürfen. Ich hatte so eine furchtbare Angst, dass du nicht wieder zurückkehrst. Ich habe so viele Kameraden verloren. Ich wollte dich nicht auch noch verlieren. Dein Vater hat recht. Gefühle sind im Krieg vollkommen fehl am Platz. Hättest du an meiner Stelle? Nicht versucht, mich zu retten. Ich wäre hier geblieben. Warum war Vater immer so aufgebracht, wenn er vom Krieg erzählte? Ich habe so viele Schlachten geführt. Schon so viele Kameraden verloren. Ich will nicht mehr weiterkämpfen. Alle warten darauf, dass wir sie in die Schlacht führen. Ich will nicht mehr kämpfen. Ich will kein General mehr sein. Ich will nur ein einfacher Mensch sein. Wer will denn schon Krieg? Glaubst du etwa, ich will kämpfen? Wenn ich durch mein Leben diesen verfluchten Krieg beenden könnte, hätte ich es schon längst getan. Wir haben leider gar keine Wahl. Wenn du eine Uniform trägst, dann gehört das Leben nicht mehr dir. So ist der Krieg nun mal.
einfach hier. Bruder Ventai hatte mich gebeten, dass ich dir das hier gebe. Und gib niemals auf, soll ich dir sagen. Ich fürchte, wenn wir weiterhin den Wein aus dem Lager stehlen, werden wir alle ausgepeitscht. Und wer soll das veranlassen? Wir haben doch keinen Befehlshaber mehr. Das stimmt. General Ventai ist gefallen. Und General Hua hat ja schon lange keine Übung mehr mit uns durchgeführt. Achtung, der General! Achtung, der General! General! Dich! Seht ihr? Der General schert sich einen verdammten Dreck um uns. Wir haben nichts zu befürchten. Trinkt weiter. Na los, trink schon. Darauf trinken wir jetzt rein. Jetzt können wir machen, was wir wollen. Zum Wohl. Offizier, wann werden wir endlich unsere Übungen abhalten? Der General hat befohlen, die Übungen zu streichen. Los, Kameraden! Kommt, steht auf! Wozu denn, Bruder? Dem General ist doch alles egal. Haben wir denn noch einen General? Was hast du da gesagt? Bruder! Das machen wir für uns. Lass ihn!
Gib das her! Kua Mulan, lebst du für die Toten oder für die Lebenden, ha? Gib das wieder her! Es gibt noch so viel für dich zu tun hier. Du hast deine Verantwortung. Du bist nicht mehr die, die ich einst bewunderte. Du bist schuld am Tod von Bruder Ventai, weil du nicht gehandelt hast. Willst du auch schuld sein am Tod weiterer Kameraden? Du bist so egoistisch. Er wollte sehen, wie du ein guter Anführer wirst. Wenn er dich jetzt aber so sehen würde, wäre er sehr enttäuscht. Hey, seht mal da, der General. Was will der denn hier? Tiger. Aufstellung! General Hua, den ihr alle kennt, fürchtete sich vor Kriegen und blutigen Kampfgemetzeln. Ich hatte Angst. Und ich hatte mich versteckt. Und ich habe durch feiges Verhalten durch Feigheit den Verlust meines besten Freundes verursacht. Durch diesen schrecklichen Fehler ist mir bewusst geworden, dass durch Flucht vor diesem endlosen Krieg nur noch mehr Brüder ihr Leben verlieren würden. Von jetzt an werde ich bis zum Äußersten kämpfen. Und ich werde jeden von euch beschützen. Aber auch ihr müsst noch härter kämpfen, um eure Kameraden zu beschützen. Wollt ihr das, Brüder? Hoch lebe General Hua! Hoch lebe die Wei-Armee! Hoch lebe General Hua! Hoch lebe General Hua! Hoch lebe General Hua! Bruder Ventai! Unabhängig davon, ob ich lebe oder nicht, Mulan soll denken, dass ich tot bin. Ihre Gefühle müssen endlich ihr Herz verlassen.
Nur so kann sie größer werden. Sag ihr, ich wäre tot, Bruder. In seinem sechsten Dienstjahr in der Wei-Armee lockte General Hua die Rohaner an einen Fluss und befahl die Zerstörung eines Staudamms. 10.000 Rohaner wurden einfach weggespült, ohne auch nur einen Verlust auf eigener Seite. Ein Jahr später verfolgte er den Feind über 300 Meilen. Es schneite. Die Rohaner dachten bereits, General Hua hätte den Rückzug befohlen. Doch er griff sie weiter an. 20.000 Rohaner fielen. Mehr als 3.000 wurden gefangen genommen. Die Rohaner erstarren, wenn sie bloß seinen Namen hören. Zieht der General in die Schlacht, kämpft er stets an vorderster Front. Seine Gefolgsleute sind bereit, für ihn zu sterben. Geraten Truppenteile in Not, ist der General zur Stelle. In der ganzen Armee versprüht er grenzenlose Zuversicht und genießt größten Respekt. Und im achten Jahr führte der General über 1000... Ich versetze ihn in den Versorgungstrupp. Verzeiht, aber warum wollt ihr den General denn versetzen? Nicht den General, ich meine dich. Führt ihn ab! Zu Befehl! Jawohl! Aber... General Hua, ihr seid ein guter Mensch. Lasst uns Blutsbrüderschaft trinken. Ja? Ich bin nicht betrunken. Lass mich los, Bruder! Ich bin nicht betrunken! Lass mich los! Wir sollten ihr die Wahrheit sagen, Bruder Ventai. Nein. Die Moral der Truppe und ihre Loyalität sind inzwischen sehr hoch. Ich hatte immer gehofft, ihr Herz würde sich erhärten und endlich frei von Gefühlen sein. Solange es die Rohaner gibt, haben wir kein Zuhause. Die Nation geht vor. Ihr beide seid sicher sehr einsam. Die Stammesführer Futu, Shilun und Bulusen sind gekommen. Sie wünschen euch zu sprechen. Eure Hoheit, unser Stamm wurde in der Schlacht um Buhe vernichtend geschlagen. Wir würden gerne ins Grasland zurückkehren, um uns zu erholen. Wir haben es diesmal mit anderen Umständen zu tun. Mit Donghu, Dayue und dem Davan-Stamm zusammen sind wir in der Lage, die Zentralebene einzunehmen. Und für alle Zeiten dem kargen Norden den Rücken zu kehren, verwirklichen wir den Traum der Rohaner. Ich brauche jetzt eure vereinten Kräfte, versteht ihr? Was sagt ihr? Der ehrwürdige Danyu hat uns erlaubt, uns zurückzuziehen. So ist es, eure Hoheit. Los, bringt Wein! Mein Vater ist gütig. Und ihr habt hart gekämpft. Futu, ihr habt am härtesten gekämpft. Ihr könnt als Erster gehen. Danke, eure Hoheit. Wer will als Nächster gehen? Vater, Futu hat die Stämme verleitet, sich zurückzuziehen. Ich habe ihn getötet. Mein Sohn, ich weiß, dass du sehr unglücklich bist. Du kämpfst seit vielen Jahren für unser Grasland. Du versuchst, alle Stämme zu vereinen. Vater, ihr habt mir mein Leben geschenkt. Seid daher gewiss, dass ich nicht unglücklich bin. Die Moral ist am Boden. Wir können nicht mehr kämpfen. Aber wir müssen unsere Blutlinien weiterführen. Wenn du eines Tages Herrscher bist, wirst du mich verstehen. Bitte bedenkt, Vater. Mit unserer Stärke dürften wir die Schlacht nicht verlieren. Aber wir werden sie auch nicht gewinnen. Besser, wir ziehen unsere Truppen zurück.
Vater? Wisst ihr noch, was ihr einst sagte, als ich noch ein Junge war? Und euch fragte, wieso die Ruraner Raubzüge begehen? Erinnert ihr euch daran? Weil wir zum Beispiel kein Eisen besitzen. Wozu braucht unser Stamm denn Eisen? Um Waffen herzustellen. Ja, und wozu brauchen wir die? Um auf Raubzüge zu gehen. Tja, Vater. Ich denke ähnlich wie meine kleine Schwester. Ich träume ebenfalls von dem Tag, an dem wir unsere jährlichen Raubzüge endlich beenden können. Und so wie die Wai auch ein reiches Leben führen können. Sobald ihr Gebiet okkupiert ist, wird dieser Traum endlich wahr werden. Vater? Ist das nicht auch in eurem Sinn? Vater? Dan Yu, die Krone ist poliert. Wurde? Ab sofort dienst du mir. Meines Vaters Seele hat die Erde verlassen. Von jetzt an werde ich euer neuer Dan Yu sein. Der Name deiner Mutter war Yugur. Wir beide werden in Kürze heiraten. Und anschließend zeugen wir einen reinrassigen ruranischen Prinzen, der später als Kaiser einmal die ganze Welt beherrschen wird. Mendu ist der neue ruranische Dan Yu. Er hat über 200.000 Soldaten rekrutiert, um in den Süden einzumarschieren. Ich habe schon gegen Mendu gekämpft. Er ist gnadenlos und brutal. Wir können nicht mit einer angeschlagenen Armee gegen 200.000 Mann antreten. Warum ziehen wir uns nicht zurück, verteidigen die Zugangswege und warten, bis sie kommen? Verzeiht aber. Ziehen wir uns zurück, sinkt die Moral der Truppe. Denn wenn Mendu uns verfolgen würde, würden wir sehr viele Männer verlieren. Ich schlage daher vor, nicht den Rückzug zu befehlen. Und ich bitte euch, dass ihr unsere Truppen anführt. General Hua, ihr seid loyal und mutig. Sprecht, wie lautet eure Strategie? Normalerweise schlagen wir hart zu. Mit Überraschungseffekt. In der Regel greifen wir den Feind mit einer Hauptstreitmacht an. Während eine zweite Truppe in der Deckung auf ihn wartet. Diesmal machen wir genau das Gegenteil. In der Aktion führe ich eine kleine Truppe an, während ihr den Überraschungsangriff leitet. Solange ich einen kleinen Vorsprung habe, wird Mendu mich verfolgen und ich kann ihn dann so in die Falle locken. Ich werde vortäuschen, im Canyon in der Falle zu sitzen. Und Mendu wird denken, er könne uns abschlachten. Er wird unvorsichtig werden und genau in dem Moment greift ihr ihn von hinten an. Sobald sich euch der Feind zuwendet, werdet ihr mir ein Rauchzeichen geben und ich führe meine Männer in die Schlacht, um die gegnerischen Truppen zu umzingeln. Gut, ihr kriegt 20.000 Mann. Oberbefehlshaber, wir müssen uns beeilen. Ich marschiere heute noch ab. Bitte stellt uns genug Proviant zur Verfügung. Unsere Soldaten müssen gestärkt in den Kampf gehen können. Wir werden vorgehen wie geplant. Jawohl! Oberbefehlshaber. Ja.
von der stolzen Wei-Armee. Euer Oberbefehlshaber ist eine feige Schildkröte, die sich in ihren Panzer zurückgezogen hat. Das hier ist Hoheitsgebiet der Wei. Schert euch zum Teufel. Aber mir gefällt's hier. Ich finde es hier sehr schön. Denkt daran, ihr Wei seid wie Schafe und wir Ruraner wie Wölfe! Ganz ruhig. In unserer Nation sind Völker wie die Han, die Shi, Xiang Bei und Xiang keine Schafe. Sie sind 20.000. Ich gebe euch 40.000 und 4 Stunden vernichtet sie. Ja, der Wei-General Hua Mulan hat uns geschlagen. Das ist doch nicht möglich.
Hua Mulan. Mobilisiert alle Truppen! Sie fallen drauf rein. Offizier, stellt die Angriffsreihe nach hinten auf und Rückzug der Haupttruppe in den Canyon. Jawohl! Mulan! Mulan? Ich habe gewusst, dass du noch lebst. Mulan! Hol deinen Arzt! Sofort! Vorsicht! Vorsicht! Fluch, die Hurana kommt zurück. Wir müssen uns zurückziehen. General, wir müssen die Verwundeten zurücklassen. Sonst werden wir alle sterben. Alle zurückziehen! Mulan! General! Alle zurückziehen!
uns unsere Kräfte vereinen, um den Rückzug unseres Generals zu sichern. Einverstanden? Ja! Zugang! Sofort! Zu Befehl! Und überprüft die Vorräte! Jawohl! Setz dich, Mulan! General, wir haben keine medizinische Versorgung mehr. Sie ist vom Sandsturm weggefegt worden. Warum schlagen wir nicht zu? Wir töten Hua Mulan und dann den Rest der Armee. Wo können sie schon groß hin? Sie sitzen fest. Wollt ihr sie etwa nicht töten? Wir könnten sie in nur einer Sekunde zermalmen. Aber ich liebe es, Menschen zu quälen. Besonders Hua Mulan. General Hua, wir haben alles abgesucht. Wir konnten weder Vorräte noch Wasser finden. Sucht die restlichen Vorräte zusammen und verteilt sie. Tötet die Pferde. Tötet die Pferde und hebt das Blut auf. Jawohl! Das Rauchzeichen des Oberbefehlshabers ist unsere allerletzte Hoffnung. Wenn ich vor dir sterben sollte, dann führe du die Kameraden für mich. Ich habe dich die ganzen Jahre beobachtet. Du hast Außergewöhnliches geleistet.
Ich habe geträumt, ich wäre gestorben. Ihr hättet mich allein gelassen. Keine Menschenseele war da. Ich habe jede Nacht die Sterne gezählt. Es waren immer gleich viele. Du wirst nicht sterben. Du hast ein gutes Herz. General! 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 Wir können den Brüdern jetzt nicht helfen. Aber General, das ist Tiger. Das ist euer Bruder. Seid ihr nicht alle meine Brüder? Wir müssen warten. Hugue! Nein, nicht! Ashina. Zu Befehl, Danyu. Sie wollen sich nicht ergeben, also tötet sie! Zero, 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 zero
Endlich wieder etwas Ruhe. Die Vorräte sind verbraucht. Wir können die Stellung nicht länger halten. Der Oberbefehlshaber wird nicht mehr kommen. Ohne medizinische Versorgung werden du und die Kameraden sterben. Dann will ich auf dem Schlachtfeld sterben. Begleitest du mich? Ja. Bentai, ich trage dich für alle Ewigkeit in meinem Herzen. Heldenhafte Krieger, wir sind hier, weil wir eigentlich von den Truppen des Oberbefehlshabers unterstützt werden sollten. Aber leider hat er uns offenbar an den Feind verraten. Deswegen werden wir heute das Schlachtfeld mit unserem Blut tränken. Hinter uns liegt die Heimat. Auch wenn wir den letzten Blutstropfen vergießen oder unsere Knochen in der Wüste verdorren werden. Wir kämpfen für die Heimat bis in den Tod. Wir werden den Ruranern zeigen, dass wir, die Wahlkrieger, uns niemals ergeben. Wir werden uns nie ergeben! Als Soldaten könnt ihr meinen Befehl verweigern. Offiziere können mich im Stich lassen. Aber ich, Hua Mulan, werde meine Heimat nie verraten! Meine Kameraden! Wir töten den Danyu und brennen dann seine Fahnen nieder! Hat jemand Angst zu sterben? Habt ihr Angst zu sterben? Nein! Habt ihr Angst vor dem Tod? Tod! 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 Mein Freund. Im nächsten Leben tauschen wir die Rollen. Und du tötest mich. Nein, General, das tut ihr nicht. Bitte nimm mich stattdessen. Schwarzer Sturm darf nicht sterben. Er hat recht, ihr dürft ihn nicht töten. General! General, ihr müsst euch ausruhen, General.
Ich will mit eurem Danyu reden! Ich bin der siebente Sohn des Wei-Königs, Toba Hong. Ein Arzt und etwas Proviant. Und ich komme mit. Lasst meine Kameraden gehen! Ah, ein lebendiger Prinz als Austausch. Für wenige tausend Soldaten. Ergreift ihn! Denen, was sie wollen. Abmarsch! Jawohl! Danyu befiehlt den Abmarsch! Abmarsch! Ihr habt euch erstaunlich schnell erholt, General. Ja, ich habe noch einiges zu tun. General! Wenn die Kameraden sich erholt haben, führe sie nach Hause. General, wo wollt ihr hin? Du kannst mir nicht folgen. General! 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 Das war ein Befehl! General! Seid vorsichtig! General! Danyu? Alter Tollpatsch! Lass aufheben! Ja. Weißt du, ich frage mich gerade, wie viel Geld dein Vater für dich zahlt. Er mag mich nicht besonders. Seid nicht enttäuscht. Nicht nur die Raben beschützen ihre Jungen, sondern erst recht der Mensch. Ich war und werde niemals mit Wölfen befreundet sein. Ja, wenn du meinst.
In deinen Augen bin ich nur ein Wolf. Aber für die Völker der Rurana bin ich ein ehrwürdiger Jahrtausendherrscher. Ihr denkt, ihr seid ein würdiger Danyu. Ihr denkt, ihr könntet die Welt mit Gewalt regieren. Ihr seid ein großer Krieger. Aber wenn ihr eurem Volk kein gutes Leben bescheren könnt, selbst wenn ihr alles Glück der Welt habt, werden Tausende, die so sind wie ich, euch zu bekämpfen bereit sein. Ihr werdet Berge von Leichen hinterlassen. Nur um euren Ehrgeiz ein wenig zu stillen. Ihr riecht nach Alkohol. Sprecht ihr unter Wahnvorstellungen? Danke. Ich weiß doch, was du im Schilde führst, meine Schönheit. Gib das Wasser aus. Wenn ich das Land der Wei überrannt habe und König bin, dann verwirkliche ich dir deinen großen Traum von der Königin. Ich wollte Königin der Wei werden, sodass die künftigen Generationen von Ruranern nicht mehr unter Kriegen leiden müssen. Zwischen uns liegen Welten. Egal, wie viel Land annektiert wird. Ich werde niemals gutheißen, was du tust, Mendu. Wollt ihr? Ihr braucht keine Angst zu haben. Ich bin ein General der Wei, Hua Mulan. Ich weiß, wer ihr seid. Wollt ihr mich entführen, um den Prinzen zu befreien? Ich respektiere euren Traum vom Frieden zwischen unseren Völkern. Und ich möchte euch helfen, diesen Traum zu verwirklichen. Was sagt ihr da? Ihr überschätzt mich, General. Ich bin nur eine Frau. Mendu hat unseren Vater umgebracht. Und ich wage es nicht mal, ein Wort zu sagen. Genau genommen bin ich auch eine Frau. Das gibt es ja nicht. Ich erfülle meinem Vater die Pflicht eines Sohnes. Ich dachte es nie zu etwas bringen zu können. Ganz zu schweigen von einem gnadenlosen Krieger auf dem Schlachtfeld. In diesen 12 Jahren habe ich mich nicht eine Sekunde lang wohlgefühlt. Prinzessin, nur wenn wir uns der Ursache dieses Krieges entledigen, sind wir in der Lage, ihn zu beenden. Euer Schicksal und das der ganzen Welt liegt in euren Händen, Prinzessin. Ein Gesandter ist gekommen. Dein Vater hat meine Forderungen akzeptiert. Ich glaube, er muss seinen Sohn wirklich sehr lieben. Ich danke euch für diese freudige Nachricht. Los! Sagt allen Bescheid! Wir werden 3 Tage feiern! Wir danken euch! Ich habe nachgedacht. Ihr hattet recht. Mein Gemahl, lasst uns zusammen anstoßen. Sehr schön, das machen wir. Und wirst mich töten! Ich werde den ehrwürdigen Danyu rächen!
Oberbefehlshaber ist ein hinterhältiger Hund. Ich habe ihn deswegen bestraft. Ich verneige mich vor euch, Majestät. Meister. Na endlich! Wo ist mein Vater? Er hat jeden einzelnen Tag auf dich gewartet. Ich bin wieder da. Hiermit ernenne ich General Hua Mulan zum Oberbefehlshaber der Wei-Armee. Ich war 12 Jahre im Krieg und konnte mich deswegen nicht um meinen kranken Vater kümmern. Bitte gestattet mir, nach Hause zurückzukehren. Ich bin eine Frau. Und ich verdiene es, bestraft zu werden. Es ist das größte Glück unserer Nation, solch eine Frau zu haben. Ich habe euch längst vergeben, Hua Mulan. Ich danke euch, Majestät. Ich habe dem Volk nun etwas zu verkünden. Die Vermählung zwischen meinem Sohn und der Prinzessin von Ruran. Unsere Völker werden Freundschaft schließen und die Kriege werden für immer beendet sein. Von nun an wird Frieden herrschen. Verkündung beendet! Danke, Majestät! Lentai. Deine Eheschließung mit der Prinzessin wird ein staatlicher Akt sein. Bist du dir dieser Verantwortung bewusst? Jawohl, Majestät. Es ist schön, eine Tochter zu haben. Sie hat Respekt, sie ist verständnisvoll und gehorsam. Und darüber hinaus ist sie jetzt noch ein hübscher General. Ah, da ist sie ja. Lass uns einfach weggehen.
Egal wohin. Du hast einmal gesagt, wenn du dein Leben gegen das Ende des Krieges eintauschen könntest, dann würdest du genau das tun. Es ist leicht, mein Leben aufzugeben. Nicht aber die Frau, die ich liebe. Damit nicht noch weitere Kameraden und vor allem weitere Familien diese blutigen Marken in den Händen halten müssen. Ich habe verstanden. Du musst mich vergessen. Zwölf Jahre lang bin ich täglich da draußen aufgewacht. Und mein allererster Gedanke war bei dir, Ventai. Durch dich hatte ich den Mut, nicht länger meine Augen zu verschließen. Und so wird es sicher auch in der Zukunft sein. Es heißt, entfernst du dich zu weit von der Heimat, so wirst du deine Wurzeln verlieren. Tötest du zu viele Menschen, so wirst du selbst getötet. Und wenn du in der Schlacht fällst, so versickert dein Leben wie Regen, spurlos im Boden. Wenn du dich jedoch zuvor in jemanden verliebt hast, so wird Hoffnung aus diesem Boden gedeihen und das Leben mit einer warmen Umarmung begrüßen. Ventai, ich danke dir. Ventai,
沙漠，故事被点了水，遗忘。